Büro oder Bühne für Sif Inger war die Entscheidung damals nicht leicht, denn die Glitzerwelt des Showgeschäfts stand doch eher im harten Gegensatz zu ihrer so bodenständigen Jugend auf einem schwedischen Bauernhof. Seit vielen Jahren schon lebt sie jetzt in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg, und ebenso beständig ist sie den Fans, den Schlagerfans im Ohr. Heute stellt Sif Inger ihren neuesten Titel vor, Mitten im Strom. Bitte schön. Kann du fort vor der Protasvenska? Jo, da. Ingenting. Men du kan prata svenska? Ja, en liten, ja. Lite grann. Ja, hur mår du? Nej, hur mår... Bra. Bra? Ja, jag också. Mycket bra. Also, das war natürlich ein Spaß. Aber Sie haben schon gemerkt, Sif ist Schwedin. Sogar der bürgerliche Name ist Svensson. Ja. Also der Sohn des Schweden eigentlich, nicht? Sein, also ein ungewöhnlicher Name, muss ich sagen. Ja. Svensson. Man heißt Axelsson und Jonsson und so, aber Svensson. Aber Svensson, das kommt so oft vor. Ja, doch, ich weiß, wie Müller. Ja, wie Müller. Ja. Sagen Sie aber, Sie leben nun schon viele Jahre in Deutschland und Sie haben Ihr deutsches Publikum, das Sie mag. Ja. Ist das nicht schön? Das ist so schön. Ja. Und ich habe eigentlich immer also ein festes Publikum gehabt, schon solange ich hier bin. Mhm. Und das ist 10 Jahre jetzt. Ja, jetzt sage ich mache denselben Witz immer wieder. Ich sage, als junges Mädchen hergekommen, als ganz junges Mädchen. Oh, 17 haben Sie eben gesungen, mit 17. Aber möchte man nochmal 17 sein, wenn man so wie Sie jetzt eine Karriere hatte und man ist eine erwachsene Frau, attraktiv? Ich bin froh, dass ich heute, sage ich, ich mache kein Geheimnis, ich bin keine 17 mehr und ich möchte auch keine 17 mehr sein. Mhm. Ich bin 33 und ich freue mich, 30 Jahre war für mich ein Abschluss und ich fühle mich unheimlich überhaupt gut nicht. Im Moment. Jetzt fängt es erst an, Sif, ja, wenn ich das sagen darf. Ja, ja, finde ich ganz schön. Sagen Sie, man redet ja mit Künstlern gern über Pläne. Was stellen Sie sich vor? Was würden Sie sich wünschen an Karriere? Weiterer Karriere, sollte ich sagen. Bei mir war immer das Privatleben am wichtigsten und Karriere kam immer in zweiter Hand und deshalb bin ich vielleicht noch immer noch so, ich bin dabei und es läuft und es ist schön. Aber für mich war immer Privatleben am wichtigsten. Sehr schön. Dass ich selbst innerlich glücklich bin und meine Familie, was ich noch in Schweden habe. Ganz wichtig. Das ist für mich sehr wichtig. Ja. Dann sage ich jetzt aus doppeltem Herzen Tack so mycket und Tack für kommen und komm wieder. Schön. Das ist sehr, sehr schön Hey do. Hey do. So.
Hätten wir doch beinahe genauso geschafft, oder? Ja, passt das? Ja, gut. Mhm. Also, ach, drehen. Ach so, ja. Ja, die Sif will hier 2000 Mark loswerden. Ich bin ganz passiert. Halt, Sif, bitte eine Karte. Mhm. So, ja, mogeln tun Sie ja nicht, das wissen wir ja. So. Ja, bitte, ist jetzt euch eine nicht Karte, zu ja? Nicht lesen, wir wollen die Spannung erhalten. Sif, ich hatte ja vorhin gesagt, ob Sie noch Schwedisch sprechen können. Haben Sie Gelegenheit in... Falsch gewählt, pardon. Haben Sie Gelegenheit, guck mal, so nervös macht mich eine Schwedin, aber das ist jetzt schon mittlerweile 12 Jahre so. Dabei hatte ich auch eine schöne Frau. Hemma. Ja. Guckt wahrscheinlich jetzt zu, das macht ihn so nervös. Nee, wir haben kein Kabel, nein. Wir können noch früh ins Bett. Wir gucken auch, leider Gottes, noch nicht das Tennis. Jetzt bin ich durch. Nee, haben Sie Gelegenheit, Schwedisch zu sprechen in Deutschland während der Zeit jetzt? Nur wenn ich in die schwedische Simmerskirche gehe. Ah ja, da sind wir immer an Heiligabend. Ja? Und dann, wenn es diese... Lucia? Wie heißt die? Ja, Lucia. Ja, natürlich. Am 30. Dezember. Genau. Ja. Kennst du Siehst das du? Nicht? Nee, ich hab... Oh, schön. Denn Hamburg hat eine schwedische Seemannskirche. Ja. So, jetzt wird es aber schwierig. Naja, in Berlin sind sie ausgegangen, oder? Und ich lasse noch zweimal tuten. Eins und zwei... Und jetzt noch eine ziehen. Mhm. Und dann ganz schnell, Mensch, die Sendezeit läuft weg. Aber dafür können Sie auf Sat 1 heute ja bis weit nach Mitternacht gucken. Dieses Gespräch wird billiger. Das eben wäre nach Berlin gegangen, liebe Zuschauer. So. Mhm. Aber es gibt unheimlich viel Schweden in Deutschland, nicht? Die fallen nur nicht auf. Nein. Ja, sie fallen auf, natürlich, aber... Also ich habe so viele deutsche Freunde, dass ich dann eigentlich gar kein Bedürfnis habe, da so schwedische... Hallo, guten Abend, Frau Auringer. Hier ist Armin Halle auf Sat 1. Guten Abend. Wir haben ja ein schönes Quizspiel und Sie haben sich angemeldet mit dieser wunderbaren Karte. Und jetzt sagen Sie bitte, haben Sie gesehen, was wir heute erfahren wollten? Ja, also gerade eben habe ich es gesehen, aber ich nehme an, das ist die Zauberflöte. Jawohl, und damit haben Sie 2000 Mark. Ist das nicht toll? Prima, herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Ich lege gleich wieder auf, damit die anderen Zuschauer das Tennis nicht verpassen. Alles Gute. Danke. Tschüss, Frau Auringer. Wiedersehen. Ja, das freut mich aber wirklich. Sie, vielen Dank. Gabi, vielen Dank. Bleiben Sie bitte da. Sehen Sie sich weiter noch. Sat 1 an, es lohnt heute. Aber morgen sind wir wieder da, denn morgen, liebe Zuschauer, Sie wissen, ist wieder ein Tag. Auf Wiedersehen und guten Abend.